بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اتممنا ولله الحمد والمنه في الدرس الماضي ما يتعلق بالقسم الرابع وهو سبب كفر بني ادم. نعم. Den vierten Teil beendet, und zwar die Gründe dafür, dass die Menschen in Unglauben fallen. وقلنا كأنه سائل يسأل المؤلف رحمه الله تعالى يقول ما أسباب وقوع الشرك في الأمة وذكر أن الأسباب ثلاثة. نعم. Und es ist so, als wenn jemand gefragt hätte, warum? Was sind die Gründe dafür, dass Schirk passiert in der islamischen Umma? Und dann sagt der Autor, es sind drei Gründe. السبب الأول وأول شرك حدث في الأرض بشبهة الغلو في الصالحين، تعظيم الصالحين حتى عبدوا من دون الله كما حصل في قوم نوح عليه الصلاة والسلام. نعم. Der erste Grund, warum Schirk auf dieser Erde passiert ist das erste Mal, ist, dass man die Rechtschaffenen zu stark beherrlicht hat, ihnen eine zu hohe Position gegeben hat, wie das im Volk von dem Propheten Nuh عليه السلام passiert ist. السبب الثاني من أسباب وقوع الشرك في الأمة الغلو في قبور الصالحين. غلوا في قبور الصالحين وعظموها وبنوا عليها، وضعوا عليها شيء من الأزهار وشيء من البناء حتى أصبحت تعبد من دون الله. نعم. Der zweite Grund dafür ist, warum Schirk überhaupt passiert, dass man die Gräber von den Toten, die Gräber von den Rechtschaffenen zu Festplätze genommen hat, dass man sie bebaut hat, dass man über sie ein Gebäude errichtet hat, und dann wurden sie plötzlich außer Allah auch angebetet. السبب الثالث هو التغليظ الشديد، يعني المنع من أي عبادة تكون عند القبور إلا الزيارة الشرعية، لأن من أسباب وقوع الشرك أن نجعل شيء من العبادات عند القبور، شيء من الصلاة أو قراءة القرآن أو الاستغفار أو ما إلى ذلك. نعم. من أسباب وقوع الشرك في الأمة الثالث، من أسباب وقوع الشرك في الأمة أن نجعل شيء من العبادات عند القبور. لمن العبادة؟ تكون العبادة لله، لكن يعبد الله عند القبور، والأصل أنه لا عبادة عند القبور إلا الزيارة الشرعية فقط. Der dritte Grund dafür, warum Schirk passiert, ist, dass die Menschen verschiedene Anbetungen machen bei den Gräbern, in der Nähe von Gräbern, egal welche Art von Anbetung, es ist nicht erlaubt. Das Einzige, was bei den Gräbern erlaubt ist, ist, dass man die besucht, so wie es die Religion vorgeschrieben hat. ثم في الباب الرابع ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمي التوحيد فقط، بل حمى التوحيد، كأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل سور حول التوحيد وأخذ يحمي التوحيد حتى لا يقع أحد في السور فضلا يقع في التوحيد. نعم. Und wir haben gesehen auch, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم nicht nur den Tawhid bewahrt hat, sondern auch alles, was den Tawhid bewahrt hat, er auch bewahrt. Das heißt, es ist wie wenn er einen Graben gegraben hat um diesen Tawhid, und damit die Leute weder in diesen Graben fallen noch zum Tawhid gelangen, um nicht auf den zu schaden. نعم. وهذا من رحمة الله بنا أن كان هذا النبي عليه الصلاة والسلام موصوف بهذا الخلق العظيم، باذل غاية جهده في جلب المحبوب وباذل غاية جهده في دفع المكروه. نعم. Und wir hatten gesagt, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم mit ganzer Kraft der Umma den Ratschlag gegeben hat und mit ganzer Kraft versucht hat, dienen, das Gute beizubringen und das Schlechte von ihnen abzuwenden. ثم ذكر المؤلف رحمه الله في القسم الخامس الرد على من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة وفي الجزيرة. بعض الناس كان يقول أنه لا، هذا الذي تراه من عبادة الأصنام والطواف حول القبور والذبح للجن هذا ليس من الشرك، لا يمكن أن تقع هذه الأمة في الشرك. نعم. Und im fünften Teil hatten wir gesagt, versucht der Autor zu widerlegen, dass es keinen Schirk geben kann unter den Muslimen oder auf der arabischen Halbinsel. Also wenn du siehst, dass bei einem Grab geschlachtet wird oder gebetet wird oder gefeiert wird, dann ist das kein Schirk. Das wollten die Menschen sagen, aber der Autor widerlegt das. أو لا يقع الشرك في الجزيرة العربية. Oder er widerlegt auch, dass es nicht passieren kann, dass Schirk passiert in der arabischen Halbinsel. نعم.
نقول وقع قتال مسيلمة أين؟ في الجزيرة العربية. ولو كان الشرك لا يقع في الأمة وفي الجزيرة كان قتال الصحابة للمرتدين أمر لا يصح. نعم. Aber es ist in der Geschichte passiert, dass die Sahaba diesen falschen Propheten Musaylimah bekämpft haben. Und wäre das der Fall, wäre es wirklich wahr, dass kein Schild passieren würde in der arabischen Halbinsel, dann hätten sie ihn nicht bekämpft, dann wäre es nicht richtig gewesen, ihn zu bekämpfen. Und diese Sache widerspricht auch dem Buch und der Sunna. Denn es gibt Beweise im Buch und in der Sunna, die zeigen, dass Schirk passieren kann in der Umma. العلماء رحمه الله تعالى منهم الأئمة الأربعة يذكر أشياء يكون بها الإنسان صلى الله عليه وسلم مرتد ولو كان في الجزيرة ولو كان من هذه الأمة. نعم. Und die vier großen Imame, und die Gelehrten erwähnen Dinge, wenn sie ein Mensch macht, dann ist in Schirk gefallen, dann hat Schirk gemacht, auch wenn in der arabischen Halbinsel ist oder in diesen Städten dort lebt. القسم السادس الأعمال الشيطانية. نعم. Der sechste Teil des Buches sind die Taten des Shaitan. بدأ بالسحر لأن السحر أكبر بوابة لدعوة الناس إلى الشرك بالله. نعم. Und der Autor beginnt mit der Zauberei, weil die Zauberei das größte Tür und Tor dazu ist, dass die Menschen im Unglauben und im Götzendienst fallen. والمشكلة في هذه الأيام أن الأولاد الصغار تربوا على أن السحر في الغالب على أن السحر أمر طبيعي أمر معتاد أمر جائز. نعم. Und das Problem heutzutage ist, dass die Kinder damit aufwachsen, als wenn die Zauberei etwas ganz Normales ist, was ganz Natürliches. Und das ist gefährlich. الساحر يكفر كفر أكبر. نعم. Derjenige, der Zauberei macht, der macht einen großen Kufr, einen großen Unglauben. ويجب على السلطان أن يقتل الساحر. السلطان لا غيره. نعم. Und es ist Pflicht für den Herrscher, für den Kalifen, diesen Zauberer zu töten. Und nur der kann es machen. نعم. بعد هذا ذكر المؤلف بعد أن ذكر السحر أراد أن يبين لك أن السحر في هذه الأيام ليس كالسحر في الزمن الماضي. كان الوصول إلى الساحر في الزمن القديم أمر صعب. نعم. Als nächstes will der Autor auch zeigen, dass die Zauberei heute nicht so ist wie die Zauberei von früher. Wenn früher in der alten Zeit, wenn jemand zu einem Zauberer gehen wollte, dann war das eine sehr, sehr schwere Sache. أما في العصر الحاضر الوصول الساحر أسهل ما يكون عن طريق القنوات التلفزيونية، قنوات الإنترنت، إرسال الرسائل الجوال، إرسال رسائل الوصل التواصل الاجتماعي واتساب وكذا والدخول على مواقع السحرة وإرسال لهم رسائل وغير هذا. نعم. Doch heute ist es sehr, sehr leicht geworden, an Zauberei ranzukommen. Zum Beispiel durch das Fernsehen oder durch das Internet oder durch das Handy, wenn zum Beispiel Nachrichten kommen und so weiter und so fort. Es wird dafür geworben. Es gibt viele Beiträge dazu von verschiedenen Orten. شراء المجلات التي فيها أبراج. نعم. المجلة التي فيها أبراج برج الأسد برج الحوت برج الجدي. نعم. وفيها يكتبوا تحت الأبراج يحصل لك كذا وكذا وكذا وكذا. نعم. Wenn man zum Beispiel Dinge kauft, wo die Teile von Tieren sind, zum Beispiel Köpfe von Tieren wie zum Beispiel den Löwen und Fischen und andere, und da drin steht, wenn du das und das machst, dann bekommst du das und das. Also das ist Zauberei. قراءة الكهف. Oder wenn man zum Beispiel die Hand ablesen lässt, das auch. الفنجان القهوة. Oder wenn man zum Beispiel diese Kaffeetasse nimmt und danach daraus seine Bestimmung oder so lesen lässt oder das falsch. هذا يعني ما يقع في العصر الحاضر أن إتيان الساحر أمر سهل جدا. نعم. Und das ist das, was wir heute erleben. Und zwar, dass zu einem Zauberer gehen ist etwas sehr Leichtes geworden. الاتيان للساحر اذا اتى للساحر لا تقبل له صلاه 40 يوم. نعم. Wenn nur dahin geht, nur zu einem Zauberer geht, das reicht schon als Grund dafür, dass sein Gebet 40 Tage nicht angenommen wird. كيف يكون الاتيان؟ ياتي ويجالس الساحر. Wie kann es sein, dass er zu ihm geht? Es ist zum Beispiel, wenn hingeht
und neben ihm sitzt. Das reicht schon, dass 40 Tage nicht angenommen. يفتح القناة التلفزيونية أو القناة الإنترنت أو وسائل التواصل. Oder wenn er zum Beispiel den Kanal im Internet öffnet oder die Seite oder den Kanal im Fernsehen oder die Gründe aufsucht und dann da reinkommt. يرسل له رسالة, رسالة بريدية, رسالة إنترنت, رسالة جوال. Oder wenn er ihm aus dem Internet oder vom Handy aus dem Zauberer eine Nachricht schickt. يفتح المجلة ويقرأ في الأبواب لا تقبل له صلاة بعينه. Oder wenn er zum Beispiel die Zeitschrift aufmacht und in der Astronomie liest, Astrologie liest, was passieren wird und so weiter. الثاني إذا صدق لا تقبل له صلاة بعينه. الآن أتى الساحر عن طريق المجالسة ورسالة رسالة. إذا صدق ما يقول الساحر كفر هذا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد يكون هذا في ثواني. نعم. Und wenn er hingeht und auch noch glaubt, was der Zauberer sagt, bestätigt, was der Zauberer sagt, dann reicht es schon, dass er ungläubig geworden ist mit dem, was auf Muhammad صلى الله عليه وسلم herabgesagt wurde. نعم. الا قد لا تصدق اليوم يعني تقرا في المجله التي فيها ابراج وقد لا تصدق اليوم لكن يحدث لك شيء بعد ايام وتصدق ما وقع وقرات في الجريده والمجله ويكون بهذا الكفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم نعم Ich muss kurz korrigieren, vorhin, was er gemeint hat. Wenn man zum Beispiel sein Sternzeichen liest, ja, wenn man zum Beispiel Löwe ist oder Stier oder Fisch oder Zwilling, wenn man sein Sternzeichen liest, das ist auch unglaublich, wenn man das liest. Und es kann sein, dass du das liest, aber nicht bestätigst. Und ein paar Tage später oder eine Woche später passiert etwas Ähnliches, was da drin steht. Und dann fängst du an zu bestätigen und dann hast du Unglaube begangen. Deswegen ist das Lesen oder das Nehmen von solchen Sachen verboten. قد يبدأ الأمر قد يبدأ الأمر من باب التسلية يكون يقول أنا أتسلى لكن في النهاية يكون الكفر نعم يعني يقول أنا ألعب أمر الوقت أضيع الوقت نعم Es kann sein, dass manche Leute, manche Muslime sich damit beschäftigen, weil sie sagen, ich will damit Zeit verbringen oder ich mache das aus Spaß oder aus Leichtsinnigkeit. Aber nachhinein steigert er sich da rein und dann wird die Sache ernst. تأتي رسالة يقول إذا أردت أن تعرف حظك سعيد أو تعيس شخصيتك هل أنت عاطفي عصبي رومانسي ارسل لنا رسالة فيها اسمك واسم العشيق أو الزوجة ونحن نرسل لك رسالة أخرى نبين لها لك فيها هذه الشخصية أو كذا مجرد ما أرسل لهم رسالة لا تقبل لهم صلاة 40 يستقبل الرسالة الأخرى كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقد يكون هذا في ثواني نعم und manchmal kann es auch sein dass du eine Nachricht bekommst an dein Handy und es wird dir gesagt schreib deinen Namen oder den Namen der Person die du liebst und schick sie uns als SMS und danach werden wir sagen ob du mit dieser Person glücklich wirst, ob es eine gute Liebe ist oder eine schlechte. Wenn diese Person das macht und diese Nachricht schickt, dann wird sein Gebet 40 Tage nicht angenommen. Und wenn die Nachricht zurückkommt, wie vom Zauberer, dann ist er selber ungläubig geworden mit dem, was auf Muhammad sallallahu alaihi wasallam herabgesandt wurde. Und das kann in wenigen Sekunden passieren. Der Sahir يلبس على المسحور ويصور له الأمور على خلاف ما هي عليه نعم طيب عندنا أشياء يعني أحيانا هذا الساحر قلنا يلبس على المسحور أو يصور له غير الواقع نعم Wir haben gesagt, dass der Zauberer den die Person, die er beabsichtigt, dass er ihm Sachen zeigt, die gar nicht so sind, dass er ihn verwirrt. كيف نعرف الساحر؟ Wie erkennen wir einen Zauberer؟ من يعلم؟ Wer weiß؟ الأول أن الساحر لا يطبق شروط الرقية الثلاثة. نعم. Die erste Sache ist, dass der Zauberer die drei Bedingungen von der Heilmethode der Rukya nicht erfüllt. يعني ما
لا تكون عنده الرقية بالكتاب ولا بالسنة ولا بأسماء الله والصفات. نعم. Also, macht diese Ruqya, diese Heilmethode nicht mit dem Buch Allahs oder die Sunna des Propheten oder mit den Namen und Eigenschaften Allahs. يتكلم بكلام غير مفهوم ولا مسموع ويتمتم. نعم. Und redet Sachen während der Ruqya, die man weder versteht, noch einen Sinn machen, noch man hört. Schwabbelt nur vor sich hin. يجعلك تعتقد أن بيده جلب المنافع دفع المضار. Und bringt dich dazu, dass du glaubst, dass derjenige ist, der Nutzen bringt oder Schaden abbringt. يقول دواك عندي. Sagt zu dir, deine Heilung ist bei mir. وأنا غير مسؤول عنك بعد ثلاث ساعات. Und ich bin nicht mehr verantwortlich für dich nach drei Stunden. قد يطلب مال وقد لا يطلب مال لأنه هو يريد أن يعبد الناس عند الشيطان. نعم. Es kann sein, dass dafür Geld verlangt und es kann auch sein, dass dafür kein Geld verlangt. Weil seine höchste Absicht ist, dass die Menschen zu Dienern des Shaitan macht. Es kann sein, dass von dir Sachen verlangt, die du nicht machen kannst. Sagt zum Beispiel zu dir, schau mal, deine Krankheit ist sehr, sehr gefährlich. Und du brauchst für die Heilung Folgendes. Du brauchst blinde Ratten. أو قرد يتيم. فهذا المسكين يقول من أين؟ أنا لا أستطيع أن آتي بفار صحيح، كيف فار أعمى أو كيف آتي بقرد يتيم؟ نعم. Und dann sagst du, ich kann weder eine Ratte finden, wie soll ich dann noch eine blinde Ratte finden? Und ich kann auch keinen Affen finden, wie soll ich einen weisen Affen finden? قال عندي من يأتي بهذا من أدغال أفريقيا لكن بخمسة آلاف أورو. Danach sagte zu dir, ich kenne aber eine Person, die bringt mir einen Affen aus Afrika, aber es kostet 5000 Euro. Oder er macht einen Knoten und bläst darauf. Und das ist, wie im Koran erwähnt, vor dem Übel der Knoten anbläsen. Oder er schaut in die Sterne und sagt dir dann das. ينظر في هذه الخطوط التي في اليد والتي تكون في الفنجان بعد شرب القهوة. Oder er sagt dir, gib mir deine Hand und er schaut in deine Falten, die er sieht und sagt, versuch dir dann deine Vorherbestimmung zu sagen. Oder du trinkst Kaffee und nachdem ihr beide getrunken habt, schaut er in dein Glas und sagt, dein Schicksal ist so und so. يسأل عن اسم الأم. Er fragt nach dem Namen deiner Mutter. أحيانا قلنا قد يطلب منك مال ولا وأحيانا لا ونعم. Oder sie haben gesagt, er kann auch Geld verlangen oder auch nicht. يكذب يقول لك أشياء تقع عند كل الناس. نعم. Er lügt, aber er sagt dir Sachen, die jedem Menschen passieren. يعني مثال يقول لي هذا. نعم أعلم. تخاصمت مع زوجتك في يوم العيد. في احد متزوج لا يتخاصم مع زوجته في يوم العيد؟ ما يمكن هذا، لابد يكون خصومة يوم العيد، نعم. هذا امر يقع عادي يعني. أذاك zum Beispiel zu dir, du hast bestimmt einen Streit gehabt mit deiner Frau am Tag des Eid. Und wer hat schon keinen Streit am Tag des Eid? يقول تسمع خبر بعد ايام سار وخبر غير سار وتسافر ويموت لك قريب ويتزوج لك قريب، هذا يحصل عند كل الناس اصلا، نعم. Und er sagt zum Beispiel, du hörst Nachrichten und die passieren dann nach ein paar Tagen. Oder du gehst auf die Reise und während du auf der Reise bist, stirbt jemand. Und das sind alles Sachen, liebe Geschwister, die passieren auch so. Er befiehlt dir, verbotene Sachen zu machen, die haram. ترك الصلاة. Zum Beispiel das Gebet zu unterlassen. ترك التسمية عند الطعام والشراب. التسمية البسملة نعم. Er verbietet dir, Bismillah zu sagen, wenn du isst oder trinkst. نعم هذه من علامات الساحر نعم und das alles die Geschwister waren die Anzeichen eines Zauberers بعد هذا من هو الساحر من هو الكاهن من هو العراف من هو كل من يدعي علم الغيب نعم und danach wer ist der Zauberer wer ist das der sich als Zauberer auszeichnet derjenige der behauptet dass er das Verborgene kennt. أو يدعي أن يعلم ما في الضمير.
Oder er behauptet, das zu kennen, was in den Brüsten der Menschen ist. Oder er behauptet, er weiß, wo die verlorenen Sachen sind. Das sind diejenigen, die Zauberer oder Deuter genannt werden. Nein. يعني رأس من رؤوس الكفر نسأل الله عليه السلام نعم. Und egal wie diese Zauberer genannt hat oder sich nennen, wichtig ist, dass wir wissen, dass das eine der Köpfe, einer der Köpfe des Unglaubens ist, einer der Häupter des Unglaubens ist. وقع السحر. ماذا تصنع؟ Und dann ist die Zauberei passiert. Angenommen, es ist die Zauberei passiert. Was machst du? حل السحر، علاج السحر، فك السحر يكون من طريقين. Und man kann, liebe Geschwister, die Zauberei auflösen bzw. diese Funktion wegnehmen auf zwei Art und Weise. طريق مشروع وطريق ممنوع. Es gibt eine erlaubte Art und Weise und eine verbotene Art und Weise. المشروع بالرقى الشرعية بشروطها الثلاثة. Die erlaubte Art und Weise, die Zauberei zu lösen, ist mit der Heilmethode der Rukya, die verlangt ist, mit ihren drei Bedingungen. بالأدوية المباحة كشرب العسل أو الحجامة. Und mit den erlaubten Heilmitteln, wie zum Beispiel, dass man Honig nimmt oder Arzneimittel. بالدُعَاء. Oder mit der Bittgebet. وعندنا حل وعلاج للسحر ممنوع لا يمكن أن يكون. Und es gibt auch Lösungen und Lösungen der Funktion des Zaubers, die nicht erlaubt sind. وهو حل السحر بالسحر. Und zwar, dass man versucht, den Zauber zu lösen mit einem anderen Zauber. لو وجدنا من يقول بأن حل السحر بالسحر أمر جائز. ماذا نصنع؟ Was machen wir, wenn wir jemanden finden, der sagt, man darf die Zauberei mit Zauberei lösen? نرد عليه بأن هذا مخالف للكتاب. Wir entgegnen ihm und sagen, das steht im Gegenteil zum Buch Allahs. والسنة. Und der Sunna des Propheten. وأقوال الصحابة والسلف الصالح والأئمة. Und der Aussagen der Gefährten und der rechtschaffenen Vorfahren. وفي تقوية للسحر. Und das darin besteht auch eine Hilfe und Bestätigung der Zauberei. وتضعيف للتداب القرآن. Und dass man dann die Art und Weise schwächt, mit dem Koran zu heilen. العلاج بالقرآن يقين. والعلاج بالسحر ظن. كيف تترك اليقين وتذهب إلى الظن؟ نعم. Wenn man versucht, die Zauberei mit dem Koran zu lösen, dann wird das mit Gewissheit gelöst. Wenn man es versucht, mit Zauberei zu lösen, dann besteht Zweifel darin, es zu lösen. Was nehmen wir jetzt, die Gewissheit oder den Zweifel? Und als nächstes muss man wissen, dass dieser Zauberer so lange nichts für dich machen wird, bis du ungläubig wirst, bis du eine Tat machst, die dich aus der Religion schmeißt. ثم هو ماذا يصنع لك؟ يصنع لك سحر جديد. فبدل أن كان لديه سحر واحد، صار لديه أكثر من سحر. Und was macht dann für dich? Macht dir eine weitere Zauberei. Du willst die Zauberei lösen. Du hast eine Zauberei getroffen. Du willst sie von dir lösen. Macht dir eine neue Zauberei, also ein neues Problem auf. نعم. ثم هذا الآن لو صبر له الجنة. وإلا لو لجأ للسحر هذا كفر نسأل الله السلام. نعم. Wenn eine Person Zauberei trifft, die unschuldig ist, die das nicht wollte. Und er hat Geduld und hält das mit Geduld auf, dann gibt es für ihn das Paradies. Aber wenn er mit dieser Zauberei zu Zauberern geht und die mit Zauber lösen lassen wird, für den gibt es das Höllenfeuer. Also ist es nicht möglich, die Zauberei zu lösen, außer durch erlaubte Arzneimittel oder Heilmittel. Oder mit der Ruqya, mit der Heilmethode, die erlaubt ist, nicht mit der Zauberei. نعم. بعد هذا ذكر المؤلف باب ما جاء في التطير. يعني حكم التطير. التطير هو التشاؤم. يتشاؤم. يعني لا يستبشر بخير. يظن الشر والسوء. نعم. Danach redet der Autor über diese Tatayyur. Das bedeutet, dass man immer vom Schlechten ausgeht und pessimistisch ist. Und dass, wenn man etwas hört oder etwas Bestimmtes sieht oder eine bestimmte Zahl sieht oder hört, zum Beispiel, dass man dann sofort vom Schlechten ausgeht und sein Leben danach richtet.
يتشائم بأشياء يراها. Er macht zum Beispiel diese schlechten Vorausdeutungen mit Sachen, die er sieht. أو يسمع أشياء. Oder Sachen, die er hört. أو يتشائم ببعض الأمكنة. Oder mit gewissen Orten. أو بعض الأزمنة، بعض السبت والساعة كذا مثلا. Und durch gewisse Zeiten lässt er sich auch schlechte Vorausdeutungen geben, wie zum Beispiel mit dem Tag des Samstags oder mit der folgenden Stunde. أو ببعض الأرقام، يقول ما يمكن آخذ رقم كذا. Oder mit manchen Zahlen. Er sagt, die Zahl würde ich niemals nehmen. أو ببعض الألبسة. Oder mit den Klamotten, mit einigen Klamotten. المسلم دائما متفائل. يعني يتوقع الخير من الله سبحانه وتعالى. نعم. Der Muslim aber ist derjenige, der immer das Gute von Allah erwartet. Das heißt, er erwartet immer, dass im nächsten Augenblick etwas passiert, was gut ist, weil Allah es so bestimmt hat. والمشرك والمنافق يتطير دائما، يعني يتشائم. Und der Götzendiener und der Heuchler sind immer Leute, die immer pessimistisch sind und die immer Schlechtes denken. التفاؤل مستحب. والتطير شرك أصغر وقد يصل الأكبر. Und dass man Gutes erwartet von Allah und dass im nächsten Moment Gutes passiert. Wenn man sowas erwartet, dann ist das Mustahab, also Sunnah, das ist Belohnung. Aber wenn man Schlechtes erwartet und immer von schlechten Sachen ausgeht und Andeutungen macht, das ist kleiner Schirk. التفاؤل حسن ظن بالله سبحانه وتعالى والتطير والتشاؤم سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. Dass man Gutes denkt und Gutes erwartet, das ist gutes Denken über Allah. Aber die andere Seite, die schlechten Vorausdeutungen machen, das ist schlecht denken über Allah. التفاؤل يعطي النفس انشراح وطمأنينة والتطير والتشاؤم انقباض. نعم. Wenn man diese guten Vorausdeutungen macht und Gutes erwartet von Allah, das gibt der Seele eine Ruhe und das, da öffnet sich die Brust. Aber wenn man Schlechtes denkt und Schlechtes erwartet, das macht immer die Brust enger und enger. التفاؤل حسن ظن بالله سبحانه وتعالى والتطير والتشاؤم سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. Also ist das gute Denken und gutes Erwarten gutes Denken über Allah und das schlechte Erwarten ist schlechtes Denken über Allah. التفاؤل لا يجعلك تمضي ولا ترجع. أما التطير يجعلك تمضي في هذا الأمر أو ترجع. Und das gute Denken bringt dich nicht dazu, unwillig etwas zu machen oder nichts zu machen. Aber das schlechte Denken und die schlechten Vorausdeutungen bringen dich dazu, etwas zu machen oder etwas zu unterlassen. يعني هو متردد الآن يسافر أو لا يسافر ماذا يصنع؟ يفتح المصحف أو يأخذ الورد واحدة واحدة يسافر أو لا يسافر أو ينظر في الحيوانات أو في الأصوات هذا يجعله يمضي أو يرجع هذا تطير وتشاؤم. نعم. Wenn er zum Beispiel eine Reise macht. Dann kommt er, und das gibt es leider heute, dass die Leute den Koran zum Beispiel aufmachen, und wenn dann die erste Ayah, die sie sehen, der erste Vers, den sie sehen, ein guter, also ein Vers ist, der über Barmherzigkeit spricht, dann geht er auf die Reise. Wenn es ein Vers ist, der über Strafe spricht, dann macht er nicht die Reise. Oder er nimmt eine Blume und nimmt Blüte für Blüte weg, und soll ich reisen, soll ich nicht reisen, soll ich reisen, soll ich nicht reisen, und richtet dann sein Leben danach. Und das ist falsch. Nein. Amma al-fa'al لا يجعله يمضي ولا يرجع لكن دائما تجده منشرح الصدر. نعم. Aber das gute Denken und das gute Erwarten, das bringt ihn weder dazu zu gehen oder zu bleiben. Aber er ist immer in Ruhe. يضحك بعض الناس فأتيه آخر يقول الله كفينا شر الضحك كأنه يعتقد أنه يعلم الغيب وأنه بعد الضحك تأتي المصيبة. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل أحد هذا الكلام الله يكفينا شر الضحك. نعم. Und es passiert manchmal, dass zum Beispiel eine Person lacht, dann kommt ein anderer und sagt, möge Allah uns vor dem Übel des Lachens bewahren. Er tut so, als wenn er weiß, dass im nächsten Augenblick etwas Schlechtes passiert. Und das ist nicht richtig. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gelacht und im nächsten Moment ist nichts Schlechtes passiert und keiner hat zu ihm gesagt, möge Allah uns vor dem Schlechten des Lachens bewahren. يقابل بعض الناس ومجرد ما يقابل بعض الناس يقول أعوذ بالله. اصطبحنا بفلان. كأنه يعتقد أنه إذا اصطبح بفلان يكون شر. قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هنا هو التطير. نعم. Und manchmal erwacht morgens auf, geht raus und sieht eine bestimmte Person. Und dann sagt er, boah, ich suche Zuflucht bei Allah. Ich habe den Tag angefangen mit dieser Person. Das heißt, an diesem Tag wird bestimmt etwas Schlechtes passieren. Und das ist falsch. Dass man eine Person sieht und sagt, ich suche Zuflucht bei Allah vor dem verfluchten Shaitan, das ist der Tayyur, das ist dieses schlechte Vorausdeutung.
أو بعض الناس أحيانا يقول لك سبحان الله أشعر اليوم أن المصيبة قريبة، نفسي منقبضة من الصبح، الله أعلم قبل الظهر تأتي المصيبة تأتي، كأنه يدعي من غيب. نعم. Und manche Menschen, die kommen zu dir und sagen, ich habe seit heute Morgen ein schlechtes Gefühl. Heute wird bestimmt etwas passieren. Noch vor dem Mittag wird das passieren. Er tut so, als wenn er das, das Verborgene kennt und das ist falsch. يأتي اتصال وينظر يقول الله المستعان لابد المصيبة قادمة قادمة نعم وخاصة إذا كانت من البيت نعم في آخر الليل نعم und er bekommt zum Beispiel einen Anruf und schaut wer ist das und wenn er die Person sieht die es ist dann sagt er oh, ich suche Zuflucht bei Allah das da ist etwas passiert. Da ist auf jeden Fall was passiert. Und besonders, wenn es wer ist, wenn es seine Frau ist. Und wenn sie nachts anruft, dann ist da auf jeden Fall was passiert. Und das ist auch falsch. أو اتصل له قريب من البلاد في آخر الليل ينظر قال مات انتهى الأمر هذا إلا موت ما يمكن يتصل هذا إلا موت لماذا ما تتفاعل وتقول لعل الآن رجعت الأمور ورثت 100 مليار مثلا نعم صحيح Er bekommt zum Beispiel einen Anruf von seinem Heimatland und es ist nachts und er nimmt sein Handy und schaut und sagt, oh, er ist gestorben. Diese Person, also bestimmt ist jemand gestorben im Dorf und deswegen werde ich anrufen. Und das ist falsch, meine Geschwister. Man sollte lieber etwas Gutes denken, zum Beispiel, ah, die Sachen haben sich gut ergeben und ich werde jetzt 100.000 erben. Haraja, Malik bin al-Muluk, fi zaman min al-Azman, أراد الخروج إلى الصيد. نعم. Eines Tages, also ein König von den Königen, ist rausgegangen und wollte auf die Jagd gehen. والوزير قال لهذا الملك أنا أخرج معك إلى الصيد. قال مرحبا تعال معي. Und der Minister von ihm hat zu ihm gesagt, ich werde mit dir auf die Reise kommen, sein Berater. Ich will mit dir auf die Reise kommen. Dann hat der König gesagt, komm mit. فعندما أراد الخروج انقطع أصبع الملك يعني جرح في أصبع نعم. Als er rausgehen wollte, ist etwas passiert und sein Finger hat sich verletzt. فقال الوزير للملك الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير فهذا خير نعم. Und dann sagte dieser Berater zu ihm الحمد لله dass das passiert ist. Das ist gut dass das passiert ist. Denn der Prophet صلى الله عليه وسلم hat gesagt verwunderlich ist die Angelegenheit des Gläubigen. Jede seiner Angelegenheit ist gut für ihn, also ist dieses Finger, wenn dein Finger ist abgetrennt, aber es ist gut für dich. غضب الملك. Dann wurde der König sauer. وقال فرحت إن قطعت. Du bist glücklich darüber, dass mein Finger abgeschnitten wurde. أدخلوه السجن. Schmeißt ihn ins Gefängnis. فأدخل الملك الوزير إلى السجن وأغلق عليه الباب. Dann hat der König diesen Berater von ihm ins Gefängnis getan und hat die Tür über ihn zugemacht. ثم قال الملك للوزير مستهزئا قال له سجنت Da hat der König über den Berater gelacht und hat zu ihm lachend gesagt, wurdest du jetzt verhaftet? قال نعم Er sagte ja. قال له الملك لعله خير سجنك خير اصبر كما ان قطعي انا خير Er hat gesagt, vielleicht ist es Gutes. Hab Geduld. Genauso wie wenn mein Finger abgeschnitten wird und es vielleicht gut ist, ist das vielleicht auch gut. ثم خرج الملك في الصيد. Danach ist der König auf die Jagd gegangen. وهو في الصيد يتبع الصيد أمسكوه جماعة من الناس. Während er auf Jagd ist und die Jagd macht, haben ihn eine Gruppe von Menschen festgenommen. لماذا؟ Warum? قال نحن لنا أيام نبحث عن إنسان نقدم قربان للآلة. نعم. Sie sagten zu ihm, wir haben Festtage, gewisse Feiertage. Wir suchen in diesen Tagen auf der Jagd, suchen wir einen Menschen, den wir dann schlachten für unsere Götter. قال أنا ملك. Er sagte, ich bin aber ein König. قال الحمد لله لن نجد أحسن من كبس مين أنت أحسن قربان للآلة. نعم. Dann sagten sie, das ist noch besser. Wir haben einen ganzen König, um ihn zu schlachten für unsere Götter. Das ist das Beste, was wir finden konnten. قيدوا dann sagten sie bindet ihn fest فعندما اراد وضع القيد في يده وجدوه مقطوع الاصبع قالوا انت لا تصلح ان تكون قربان انت معي اتركوه dann sagten sie bindet ihm seine hände als sie ihm seine hände binden wollten
haben sie gesehen, dass einer deiner Finger abgeschnitten ist und haben gesagt, du bist nicht gut genug für unsere Götter. Du hast einen Mangel, dein Finger fehlt. Und sie haben ihn losgelassen. فرجع مباشرة إلى الوزير وقال صدقت والله إن قطعي خير. Und dann ist er direkt zum Gefängnis zu seinem Berater gegangen und hat gesagt, bei Allah, du hast recht, dass mein Finger abgeschnitten wurde, war gut. قال الوزير لا والله بل أنت الصادق إن سجني خير. Dann sagt er, nein, bei Allah, du bist wahrhaftig. Du hast gesagt, dass mein Gefängnis gut ist, dass ich im Gefängnis bin. قال الملك لماذا؟ قال لأنني لست بمعيب، لو كنت معك في الصيد كنت الآن في عدد الأموات والقرابين. نعم. Dann sagte er, weil wenn ich nicht im Gefängnis wäre, würde ich mit dir kommen und ich habe keine abgetrennten Finger. Sie hätten mich genommen und jetzt wäre ich unter den Toten und unter den Geschlachteten. إذن المسلم دائما يتفاعل ودائما يحمد الله وينظر يقول الحمد لله كل خير الحمد لله ما رأيت من ربي إلا خير صح والله ما رأينا من الله إلا خير صح عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير نعم der Muslim aber ist derjenige, der die Geschwister, der immer Gutes vorausdeutet, der immer Gutes sieht, der immer Gutes erwartet. Und Allah macht nur Gutes. Und Allah, von ihm kommt nur Gutes. Und deswegen verwunderlich ist die Angelegenheit des Muslims, alle seine Angelegenheiten sind gut. بعض الناس يتطير أو يتشاءم يعني إذا كان له يعني بنات نعم manche Menschen machen schlechte Vorausdeutungen wenn er zum Beispiel viele Töchter hat وغير هذا من الأمور التي يتطير بها بعض الناس هدانا الله إياهم نعم und andere Sachen mit denen Leute schlechte Vorausdeutungen machen ذكر المؤلف أيضا في الأعمال الشيطانية أن من أعمال الشياطين والسحر النظر في النجوم واعتقاد أن النجم له علاقة بما يحدث في الأرض. Und der Autor erwähnt auch unter den Taten des Satan, dass man die Sterne anschaut und dass man glaubt, dass die Sterne eine Einwirkung darauf haben, was auf der Erde passiert. فإذا كان يعتقد أن النجم هو المؤثر بذاته فهذا شرك أكبر وإذا اعتقد أن النجم سبب لما يحدث في الأرض فهذا شرك أصغر. Wenn er also glaubt, dass der Stern Der Grund dafür ist, dass es hier etwas passiert auf der Erde, dass der Stern das macht, dann ist das ein großer Unglaube, ein großer Schritt. Aber wenn er glaubt, dass es nur ein Zwischengrund ist, ein Zwischenmittel dafür, dass hier etwas passiert, dann ist das ein kleiner Schritt. وإذا كان ينظر في النجوم حتى يستدل على الجهات الشمال والجنوب أو أوقات الزرع مفهوم أو جهة القبلة هذا جائز أو واجب نعم Aber wenn er in die Sterne schaut, um den Norden oder den Süden klar zu machen oder um den Weg zu finden, dann ist das eine erlaubte Sache. Also teilt sich das Wissen über die Sterne in zwei Teile. Ein Teil ist das Wissen über die Sterne, das erlaubt ist und nützlich ist. Und ein Teil ist, dass man durch sie Andeutungen macht und das ist keine Schrift. نراجع أولا ماذا أخذنا؟ Was haben wir heute gelernt? أمارات السحر علامات السحر منها Was gehört dazu? Was gehört dazu? Zu den Anzeichen des Tabus. Die أشغال في شروط الرقية نعم. Er macht zum Beispiel die Rukia falsch, ja? Die richtige Rukia muss bedeutet, Die richtige Rückkehr geht, indem man Koran, Sunna und Eigenschaften im Namen Allahs nimmt. طيب جيد نعم. التشاؤم. التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو أزمنة أو أمكن. Und wir haben heute gelernt, liebe Geschwister, dass man schlechte Vorausdeutungen macht mit Sachen, die man sieht oder hört oder mit Orten oder Zeiten. نعم. أسباب الشرك. ما هي؟ منها الذبح يعني صرف جزء من عبادة غير الله كالذبح عند القبور. نعم عبادة الله عند القبور وتعظيم القبور يعني الغلو فيها والغلو في الصالحين ثلاثة أشياء.
Wir haben heute auch gelernt, liebe Geschwister, dass es drei Gründe gibt, warum in der Geschichte der Menschen der Schritt passiert ist. Das erste ist, liebe Geschwister, dass man die Rechtschaffenen zu stark beherrscht. Das zweite ist, dass man die Gräber der Rechtschaffenen verherrlicht. Und das dritte ist, dass man bei den Gräbern Anbetungen macht. Ein König wurde gefangen von einer Gruppe und die wollte ihn abschaffen. ما هو التفاؤل؟ نعم، المسلم دائما متفائل، لا تفكر في التطير اطلاقا ابدا ولا تتكلم به. نعم. اعمال السحر، كيف اعمال السحر؟ نعم. اخذنا ان النجوم لا أخذنا أن النجوم ليس لها علاقة بالحوادث الأرضية. نعم. يا متأكد أن تستشتان كائن أنزل في هامس في الأرض. نعم. بأن التطير من الشرك الأصغر. التطير من الشرك الأصغر وقد يصل إلى الأكبر. نسأل الله السلامة. Und wir haben gelernt, dass diese schlechten Andeutungen zu machen eine Art von kleinen Schirk ist, die auch zum großen Schirk führen kann, mit Allah bewahren. وهذا إشكال كثير قلنا. صح. وعلموا الصغار السحر، وعلموا الصغار التطير، وعلموا الصغار الاستقسام بالأنواع. يقول إذا تختار بين شيئين تقول كذا وكذا 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 حتى تقع، أو تأخذ وردة حتى تعرف تسافر أو تذهب أو تمشي أو لا. Und wir hatten gesagt, dass es heute auch schon den Kindern beigebracht wird, dass sie zum Beispiel eine Blume nehmen und dann die Blüten einzeln rausnehmen und sagen, wenn das Ende so ist, dann musst du so machen, oder wenn es so ist, musst du reisen oder nicht. وعلموا الصغار إذا سقط له سن ماذا يصنع؟ يستقبل الشمس. نعم. Und sie haben auch den Kindern beigebracht, dass wenn zum Beispiel ein Kind ein Zahn verliert, dass dann den Zahn nimmt und zur Sonne sich wendet. ويرمي السن جهة الشمس ويناديها. Und danach soll den Zahn in Richtung der Sonne schmeißen und sie rufen. الشمس تعطيك سن؟ شرك أكبر هذا. Erwartest du etwa von der Sonne, dass du einen Zahn bekommst? Das ist ein großer Schritt. لعل الأكثر وقع في هذا. نستقبل الشمس يقول الشمس يعطيني. الشمس تعطيك؟ نعم. وحتى سموا بعض الأشياء أنها تعبد الشمس. الشجرة تعبد الشمس. الشجرة تعبد من؟ هذا نسميها ماذا؟ دوار الشمس. ما يمكن نسميها أنها تعبد الشمس. نعم. Und manche haben auch die Bäume bezeichnet mit Namen, zum Beispiel Sonnenanbeterin. Also die sagen, dass die Bäume die Sonne anbeten, aber die Bäume beten in Wahrheit und beten an Allah. إذن عندنا من يعبد الشمس، صحيح؟ صحيح؟ نعم. Also gibt es Menschen unter uns, die Sonne anbeten. وعندنا من يعبد الفئران. نعم. والبقر. Und es gibt leider auch Menschen, die Kühe und die Ratten anbeten. بل من يعبد الشيطان الآن. وما نشر في زبادة الشيطان تبرش عندي. نعم. نعم. الله يفتح عليك. السحر إذا وقع يعالج من طريقين، مشروع وممنوع. المشروع بالرقية، بالدعاء، بالأدوية المباحة. أم محل السحر بالسحر لا يمكن أن يكون مخالف الكتاب والسنة وقول السلف الصالح والأئمة. Und wir haben gelernt, dass man die Zauberei heilen kann auf zwei Wege. Der erste Weg ist der erlaubte Weg, der vorgeschriebene, mit Arzneimitteln wie zum Beispiel Honig und anderen oder mit einer Ruqya aus dem Koran und der Sunna. Die zweite Art und Weise ist, dass man die Zauberei versucht zu lösen mit Zauberei und das ist verboten. نعم. رد على الذين يقولون لمن يدرسون كتاب التوحيد وان الشرك كان يقع. نعم. قلنا في لدينا قسم وباب واحد في من يقول ان الشرك لا يمكن يقع في الامه في جزيره، وهذا الذي ترى هذا ليس بالشرك.
وهذا عندما يرمي للشمس ويناديها هذا ليس بالشرك. نقول طيب قاتل الصحابة رضوان الله عليهم من؟ مسيلمة، وحكموا عليهم بالردة والكفر الأكبر في الجزيرة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في القرآن بوقوع الشرك في الأمة وفي الجزيرة. نعم. Und liebe Geschwister, wir haben heute gelernt, dass es falsch ist, dass man sagt, es wird kein Schick passieren in dieser Umma oder auf der arabischen Halbinsel. Und wir haben gesagt, dass das der fünfte Teil des Buches ist, in dem der Autor versucht zu erklären, dass das ein Scheinargument ist, das falsch ist und dass es Hadithe gibt von Propheten, dass Schick passieren wird nach ihm in der Umma. Und dass die Sahaba Musaylama bekämpft haben, als sie wieder abtrünnig geworden sind, diese Leute und den Glauben verweigert haben, haben die Sahaba gegen sie gekämpft. Naam. Hadna gabel kaifa yansub alika al-kahin aw as-sahaba aqul lak ta'ala hasbi kunt. Naam. Wa qulna annu yatlub minka ashya ahyana wa la yatlub minka mal, lakin ta'jiz 'ala hatta atik biha wa ya'khudh minka al-amwal. Qirt a'ma وفار يتيم. نعم. Und wir haben gesagt, liebe Geschwister, dass die Zauberer von dir verschiedene Sachen verlangen können, wie zum Beispiel Vermögen und Geld, oder sie können auch nichts verlangen oder Sachen verlangen, die eigentlich kein Geld kosten, zum Beispiel blinde Ratten oder ein weiser Affe. Und danach bringen sie dir das und verkaufen. نعم. الله تعالى أخذنا عن الذهاب للساحر. أتيان الساحر، قراءة المجلات، قراءة الدخول على المواقع السحرة، هذا لا تقبل له صلاة 40 يوم، قد يصدق وكفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. Und wir haben heute gelernt, liebe Geschwister, dass wenn man zu einem Zauberer geht, dass das Gebet von einem 40 Tage nicht angenommen wird. Oder wenn man zum Beispiel sein Sternzeichen liest, oder Nachrichten sendet, oder im Internet, oder im Fernsehen, diese Seiten betreten, nur durch das Betreten dieser Seite oder Öffnen wird man schon 40 Tage das Gebet nicht angenommen. Wenn man es bestätigt, ist man ungläubig geworden. Al-Ishkal عندنا كل الإشكال في حب الاستطلاع. يدخل على مواقع السحر وكذا ويقول انظر وادخل اسمي وادخل معلوماتي وانظر ماذا يقول انا ما اصدق لكن قد لا تصدق اليوم اصلا بهذه الطريقه لا تقبل له صلاه 40 يوم يحدث له شيء يقول سبحان الله سبحان الله الآن كفر بما أنزل محمد عندما قال سبحان الله لأنه صدق هذا الذي وقع. نعم. Und wir haben gesagt, liebe Geschwister, dass wenn man diese Sachen liest, dass es schnell passieren kann, dass man nach ein paar Tagen etwas erlebt, was so ähnlich ist. Und dann sagt man, ah, سبحان الله, das habe ich doch in meinem Sternzeichen gelesen. In dem Moment, wo er سبحان الله sagt und das bestätigt, was da gestanden hat, ist er ungläubig geworden mit dem, was auf Mohammed herabgesandt wurde. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا على التوحيد والله أعلم صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا محمد وعلى صحبه وسلم